auf zu knacken. Was ist das da? Achso, ein Rohr. Oh, Alter. Ist das furchtbar. Ab zum Boiler Room, this way to Stern. Boiler Room, Boiler Room. Lalalala, Boiler Room. Geht nicht offen? Okay. Ich wette damit, irgendeiner bläst mein Streichholz aus. Okay, hier geht's nicht lang. Hey, Disco. Lass uns das tun. Ab zum Boiler Room. So. Ach so, das sind die Türen. Jetzt haben wir die Tür offen. Warte mal, welche Tür ist denn das? Mhm. Oh, es ist dunkler da hinten. Kann das sein? Wo war das denn mit den... War das nicht da mit den Türen? Waren nicht hier auch geschlossene Türen? Ach nee. Ich dachte, ich gehe einfach zurück. Und umgehe quasi den Horror und den Grusel. Hallo, ich bin im Boilerraum. Das ist ein Traum. Mein Boilerraum. Denn der Boilerraum ist nur in meinem Traum. Der Boilerraum ist im Traum. La la la. Alter, habe ich mir in die Hose geschissen. Oh Gott. Das ist ja wie bei Amnesia. Ist auch so ein Ding, oder? Nee, noch nicht. Hier ist ein Schloss. Ah, hier. Ja. Die Regler sind aber normalerweise oben am Schiff, oder? Also beim Captain. Und die stehen alle auf Stopp hier. Hier ist zu. Ah, hier. Was ist das da? Was wackelt denn da? Irgendwas wackelt da. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, hier geht's eh nirgendwo lang. Die Musik jetzt. Danke, Spiel. Wer lief denn? Und ich mache noch Streichholz an. Ich bin so... Ich glaube, wir haben ein Problem. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, wir haben ein Problem. Oh, scheiße. Oh, ho, ho, ho. Das ist gar nicht gut. Ich will ja auch nicht ersaufen. Deswegen muss ich laufen.
leere Halle. Hallo? Na, das sieht ein bisschen aus wie die Stahlstange, ne? Hab ich's nicht gesagt? One more, was? One more man? Was steht da? Irgendwas mit Have? Das ist auf jeden Fall ein Gewehr. Oder zwei. Muss ich wieder zurück? Wir haben nur noch ein Streichholz. Das gefällt mir gar nicht. Ich komme nicht mehr zurück, glaube ich. Oder? Ah, doch. Ich will nicht in die Dunkelheit gehen. Ich kann auch nicht rennen. Hier ist aber nichts. Toll, jetzt habe ich das Streichholz verbraucht. Und Cookie, spar dir die Sounds. Wir sind auf YouTube. Kann ich ja nichts mitmachen, ne, oder? One more time. De, 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 de. One more time. Ich kann ja auch nichts tun, ne, oder? Save my soul. One more man. You have? Oder? You'll have? Save my... Ach, da! Ich sehe nix! Mach schneller, da kommt jemand! Ich muss los, Bruder! Was? Oh Gott, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Was, wer, wie, wo, warum, weshalb? Das vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Licht an? Alles einschalten vielleicht? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Kommen wir nach draußen? Das sah aus, als wären wir nach draußen gekommen. Da war der Sternenhimmel zu sehen. Okay, wir sind auf jeden Fall am Sinken. So viel steht schon mal fest. Way to forward. Das ist toll. Und wieder so ein riesiger Mantel. Hallo? Oh, lecker. Tomaten. Mmh.
Hm, oder sind es Äpfel? Ich weiß es nicht. Und was ist das hier? Ami Makonchi Amira Emigration? Pipeline, okay. Ein Brief aus dem Schützengraben. Liebe Amelie, heute war unser erster Tag an der Front, seit wir nach dem Training hier eingetroffen sind. Ich bin ziemlich beeindruckt von den Bedingungen, die hier herrschen. Sie sind nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich bestehe darauf, dass wir Frankreich besuchen werden, wenn dieser Krieg vorbei ist. Nach einem Tag, an dem wir unsere Gräben kampfbereit gemacht haben, traf ich auf die anderen Mitglieder meines Teams und ich muss sagen, dass ich mit den Jungs ganz gut klarkomme. Wir alle teilen einen gewissen Abenteuergeist, auch wenn es einen Mann gibt, der mir Kopfzerbrechen bereitet. Kopfzerbrechen? Ich glaube, er heißt Alexander. Er wirkt wie ein Mann, der hinsichtlich seines Kriegs keinerlei Ehrgeiz verspürt und ist, was eigentlich am schlimmsten scheint, den ganzen Tag ziemlich verängstigt, Ich hoffe sehr, dass er sich etwas zusammenreißt. Unser Offizier hat uns klar und deutlich gesagt, dass unser Zug zusammenhalten muss, um im Kampf effektiv zu sein. Ich werde dir bald wieder schreiben. In Liebe, Louis Thompson. Ach, ist das schön. So, ich habe Louis' Brief gelesen und direkt geht eine Tür offen. Das ist toll. Alle Mann von Bord! Na toll. Was steht da? A story from a girl I tell. This need not be a solitary topic for you. For your departure, there's a need for you to dispense with me. Now tell me. I heard them speak of it. He was there. There was always general word of his existence. Put on this arm and chased at those who fend for themselves only. Never had I seen him. Now when did you hear of him? And what was the name he went by? What, Donald? They spoke of him after a murder was committed. After countless lives were lost to the actions of one. They said he roamed Dead Man's Lair, slowly peering into every man's life or body. Those who still live no more after he had passed. Searching he was, they said, for the one who sided with his very own conjurer, Lucifer himself. There's the lesson you can hear in the cloven hooves. Now these are just dark tales, possibly from you alone. Careful to speak of evil this way. One doesn't know the terrors of sudden death until you see it. Darkness arises long before men are buried in their graves. Those cloven people find those of guilt. Okay, take it. Sweep it. This will not construct our world. Make sure it's gone. Klauenfüße, Lucifer, oh Gott. Beware, the sound of the clouds. Oh Gott. Kannst du mal anmachen? Nee. Okay. Sound of the clouds. Hallo? Lucifer, bist du's? G-Deck, okay. Prevent Disease. Was? Charles. Okay, da geht's nach oben. Kommen wir aber nicht hin. Glaube ich zumindest. Ja, war bei euch auch Schnee? Bei uns war auf jeden Fall auch Schnee gewesen. Ja, definitiv. Ich gucke heute Morgen aus dem Fenster. Oder heute Nacht irgendwann denk so, okay. Schnee? Jetzt noch?
brauche ich nicht. So. Herein. Ah, diese Automatiktüren. Ich habe schon von ihnen gehört. So. Wage nicht, dich umzudrehen. Was der not... Oh Gott. Dieses Bild. Was ist das für eine Dose, wo so ein Spruch draufsteht? Marmelade ist das. Britische Marmelade. Da atmet jemand hinter uns. Gott sei Dank, ich hab's nicht gesehen. Puh. Hallo? Hallo? Hm? Hm. Was? Tippe, drücke Shift, während du in Objekten läufst, um sie zu schieben. Achso. Ja. Wir haben keine Streichhölzer mehr, ich will es nur erwähnt haben. Okay. Ich hab's auch nicht gesehen nochmal, ja. Ich glaube, da war... Das hat sich doch gerade bewegt, oder? Ist das... Was ist das denn hier für ein Gang? Das ist ja ein toller Gang. Der führt ins Nichts. Warte, ich kann mal ausschieben. Hui! Vor Kitchen 2, Kitchen Storage, Kitchen 1. Okay. Küche. Hm. Oh nein, das sieht so aus, als könnte man hier schleichen. Nein, die Rollschulautobahn. Aber schon sehr aufgeräumt hier, ne, muss man sagen. Also wie die hier, wenn die alles verlassen haben hier, unter gewissen Bedingungen, haben die aber hier noch ordentlich aufgeräumt. Ah, hier haben wir diesen Plan. 18:25 Montag, 18:40 Dienstag, 17:55 Mittwoch. Okay, was steht da unten? Ah, ich kann das nicht lesen. Huch, wo bin ich denn? Ich kann das leider nicht lesen, was auf dem Zettel steht. Da geht's auch noch lang. Wo geht's denn hier hin? Das ist mir alles zu groß hier. Wir brauchen Streichhölzer. Kitchen 2, okay. Da liegen Streichhölzer. Ich sehe sie. Ich nehme sie direkt mit. Besser ist es. Was? Ducke dich unter Tisch, um dich bei Gefahr zu verstecken. Na, das ist ja großartig, dass es jetzt kommt. Na toll. Aber hier ist doch Sackgasse. Wenn ich hier erwischt werde... Toll. Wir haben nur drei Streichhölzer. Ich höre nichts. Ich bleibe im Schleichmodus. Ich bleib nicht im Schleichmodus. Tschüss. Uah, nein. Ah. Tot. Ach, der kam von da. Wieso geht denn links die Tür auf? Hä? Oh Gott. Das war ja witzig. Hä, wo ist der Wagen hin? Na, soll mir egal sein. Ist auch eine Tür. Warte mal, ich guck nochmal die hier. Okay. Oh Gott. Das heißt also, der kommt von hier oder was? Aber warum sprengt denn diese Tür hier auf? Oh, hier kommt man gar nicht lang. Das ist ja toll. Das war auf jeden Fall der Soldat. Der hatte diesen Helm auf mit den Löchern im Kopf. Das war Alexander. Der Große. So, dann nehme ich mal mit. Jetzt geht hier wahrscheinlich alles aus, ne? Ja. Was passiert denn mit dieser Tür da? Uah.
Hä? Aber da war noch jemand anders, ne? Ist das Lucifer gleichzeitig? Weil ich habe ja vorhin auch diese Beine gesehen. Der kommt durch beide Türen, der Drecksack. Verschwindet der einfach. Flupp. Oh, hier ist ein Schlüssel. Nehme ich mit. Ein Schlüssel für den Zaun. Okay. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Demo. Das ist, glaube ich, die Vollversion. Mittlerweile kann ich das sagen. Weil ich ja unschlüssig war, ob das Demo ist. Aber die Demo... Aber die Demo... Oh nein, es kommt wieder das Wasser, ne? Das ist ja geil gemacht. Aber... In der Demo war das irgendwie unten im Unterdeck, glaube ich, zu Ende. Da kam das Typ hier und dann... war zu Ende. Hey, das ist voll cool gemacht, dass es hier voll läuft. Natürlich nicht gut für uns. Was hier? Nichts. Puh. Oh Gott, das ist ein viel zu großer Raum.